bin Celine. Hi, ich bin der André. Und zusammen sind wir Sealand. In dem letzten Video, beziehungsweise in dem allerersten Video, haben wir euch diese Beauty präsentiert. Und ich habe euch, beziehungsweise André hat euch versprochen, hat mich verraten. Verraten habe ich es quasi, genau. Dass es noch eine andere gibt. Dass es noch eine andere gibt und die befindet sich hier drin. So ist die Celine einfach, ja. Hat die ein Lieblingsstück ergattert, ja. Muss sie sofort auch das nächste haben. Loslegen, ja. Hast du direkt online bestellt, oder? Ich habe direkt online bestellt, da man gerade zurzeit nicht in die Boutique gehen kann. Weil ich schaue mir persönlich lieber die Sachen an, probiere sie an, rede ein bisschen mit dem Verkäufer. Dir geht es auch genauso. Ja, da kann man anfassen, gucken, weil oft ist es so, wie abgebildet im Internet, denkt man sich, die Taschen, die will ich nicht haben. In live schaut sie meistens. Leider muss ich sagen, geiler aus. Das ist witzig tatsächlich. Ich habe das auch ganz, ganz oft schon gehabt, dass ich eine Tasche gesehen habe online und dachte mir so, ja, naja, geht so. Dann habe ich sie getragen gesehen und war super Feuer und Flamme, war echt addicted. Sagt doch gerne mal, wie es bei euch ist, ja? Also wenn es euch ganz genauso geht, dann hinterlasst mal einen Kommentar und genau. Sowieso würden wir uns immer freuen, wenn ihr einen Daumen hoch da lasst und uns einfach Löcher in den Bauch fragt und ja, einfach auf unserer Reise sozusagen mit dabei seid. So, aber jetzt wollen wir natürlich auf die nächste Beauty gucken. Das ist sehr gespannt, denn er hat die Taschen noch nicht gesehen. Ich habe sie live noch nicht gesehen. Ich weiß, um was es geht. Es geht wieder um Urs Fischer. Ja. Im letzten Video habe ich gelernt, das ist ein Künstler, der jetzt mit Louis Vuitton zusammenarbeitet. Genau. Ein Konzeptkünstler, der immer ganz coole, abgefahrene Sachen macht. Und du brauchtest zu der Pochette unbedingt noch die Speedy, richtig? Richtig. Obwohl ich die Pochette nicht in dieses Speedy rein... Du hast die Speedy verraten. Na, das wusste ich ja schon. Das stimmt. Aber die hast du nicht live gesehen. Ich habe sie noch nicht live gesehen. Wow. Wow. Was sagst du? Darf ich? Natürlich. Wow. Ja, die ist schon schön. Und genau das ist es jetzt wieder, ja. Im Internet gesehen. Und ich gebe ganz ehrlich zu, ich bin auch immer wieder bei Instagram, bei Foxy LV und so weiter und so fort. Ganz liebe Grüße an dieser Stelle, ja, weil die haben immer ganz, ganz tolle Bilder und zeigen die Taschen immer sehr früh. Und ich war zugegeben nicht so. Ich war skeptisch. Begeistert. Sagen wir, ich war skeptisch. Ditto. Aber ja. Live ist die der Hammer. Eine die echte schöne. Echt oh, vor allem, guck mal bitte, die ist ja sogar am Boot. Ja. Was ist das hier? Das ist so wie geflockt, ne? Das fühlt sich ganz schön an. Wie ein Teppich. Samtig. Ja, wie Teppich. Mhm. Schon samtig, das ist getupft, also so wird es beschrieben zumindest, über dem Canvas. Also das ist einfach drüber geklebt und fühlt sich einfach sehr weich an. Da muss man natürlich aufpassen, wenn man Rotwein irgendwie drüber schüttet. Boah, da will ich nicht dran denken. Aber das ist schon ein hochwertiges Material. Fühlt sich richtig toll an. Na gut, aber es ist natürlich auch eine Tasche, auf die du dann aufpasst. Es ist jetzt nicht eine Tasche, die du vielleicht im Daily Use benutzt. Also würde ich zumindest sagen. Ich weiß nicht, ob du das anders siehst oder ob ihr das anders seht. Wenn es eure erste Louis Vuitton-Tasche sein soll, dann bitte nicht die. Also wenn dann die normale Speedy in Canvas, die robust ist, erstmal versuchen, erstmal gucken, ob die Marke für euch, euch zusagt einfach. Aber die soll erst dann in eure Kollektion kommen, wenn ihr genug Taschen habt. Genau. Was sehr schön gemacht, vor allem natürlich auch größer. Ne? Du hast irgendwie richtig Lust, es die ganze Zeit anzufassen. Ja. Ich zeige es euch ganz kurz mal von nahem. Auch aus der Ferne, oh Gott, ich kann auch nicht aufhören, sie zu beobachten, sie zu begutachten und auch sie zu tragen. Ich habe hier schon diesen Riemen angebracht und das Tolle ist bei der Speedy, das ist die Speedy 25 übrigens. Wir haben verschiedene Größen. Ne? Die 30 ist die gängigste, das ist die 25, das ist die kleinste. Also die kleinste mit Bandoulière. Genau. Und die tue ich einfach auf. Und weil ich muss euch zeigen, dass man dieser Schulterriemen auch verstellen kann, erstens. Und noch dazu verlängern kann. Ich trage. Ich liebe ja das Schloss, ne? Ich liebe ja das Schloss von Louis. Das Schloss ist richtig, richtig hochwertig. Also mit LV auf der einen Seite. Du
Und hier steht es dann Louis Vuitton Made in France, Louis Vuitton Paris. Louis Vuitton Paris. Aber ist das ein Schloss, was du an der jetzt auch auf und zu machen kannst? Also ist das einsatzbereit, das Schloss? Ja, also ich habe schon den Schlüssel, wir bekommen schon den Schlüssel dazu. Wenn okay, super. Okay, genau. Ja. Weißt du, es gibt einfach manchmal Schlösser dabei, die nur zu Zierde sind, auch bei Louis. Und deswegen frage ich halt einfach, weil ich finde es immer schön, wenn du sie auch zumachen kannst. Ja, na, das kann man auf jeden Fall zumachen, das würde ich aber nicht empfehlen, weil da ist es einfach, oh Moment, mein Handy klingelt, warte mal, ich sperre mal auf, ne? Genau, da kann man... Dann so als Accessoire noch mit dabei, gell? Genau, schaut gut aus. Ich würde es vielleicht zum Beispiel hier anbringen, wenn man die Tasche so... Handheld. Süß, ja, schöne Idee. Habe ich schon mal gemacht. So, und ich war bei dem Schulterriemen dabei und da ist meine Verlängerung. Die Tasche ist, muss ich sagen, sehr steif und die wird auch nicht lockerer, weil es ist schon sehr robust, es kann was. Aber ein Tod muss man sterben, entweder eine schöne Tasche oder eine praktische Tasche. Also da kann man sehr viel reinpacken, tatsächlich, guck mal nachher. Aber die ist nicht so zugänglich, also von der Öffnung her. Warte mal, ganz kurz zu der Verlängerung. Also die Verlängerung ist mit dabei. Alles dabei. Alles, was ihr da seht in der Kombi. Schloss, Schulterriemen, Verlängerung und die Tasche. Aber was könnte ich jetzt machen? Ich könnte jetzt quasi den normalen Riemen könnte ich nochmal verlängern? Genau, für ein Bandoulier, dass man die Tasche crossbody trägt. Sehr cool. Ich trage sie nie Crossbody, ich finde sie zu groß für meine Silhouette, für meine Figur. Viele tragen sie Crossbody, gerne Crossbody, kann man auch machen. Ich trage sie immer so auf die Schulter, über die Schulter, genau. Da kann ich euch zeigen, das ist richtig hochwertiges Leder, in Rot gefärbt, das ist Naturleder und somit nicht empfindlich. Celine, auch in der Kombi ist das sehr schön, ne? Ja. Also wenn du wirklich beide davon hast. Ja gut, aber beides kannst du nicht gleichzeitig tragen. Manchmal wünsche ich mir, ich hätte mehr Hände oder so, deswegen trennt, dass man mehrere Taschen gleichzeitig tragen kann. Dann würde ich viel öfter rotieren. Stell dir mal vor, wir wären alle sechsarmig, ja? Dann könnten wir auch zwei oder drei Taschen gemeinsam. Genau, so ein Oktopus. Mein Gott, wie gut hat's bitte ein Oktopus? Der kann einfach mehrere Taschen tragen. Aber der kann keine Handtaschen kaufen. Das stimmt auch wieder. Bleib dir so bei einem. So. Sehr, sehr cool. Moment mal, ich muss kurz überlegen. So, die muss ich anbringen. Okay, dann mache ich das auch noch so weiter in die Mitte anbringen. Die kann man auch verstellen. Das sind die drei, ich kann nicht mehr zählen. Drei Löcher hier, je nachdem wie groß sie sind, je nachdem wie hoch sie die Tasche haben möchte oder wie tief. Das ist einfach Geschmackssache. Genau, müssen sie einfach daheim spielen. Man sieht, dass ich diesen Riemen nie benutze. Ich bin nicht routiniert. So. Das ist übrigens sehr süß. Ja. Habt ihr gemerkt, wir sind noch im zweiten Video und die Celine, die sieht euch noch. Also da müsst ihr euch dann ein bisschen dran gewöhnen. Irgendwann kommt dann vielleicht das Du. Wir sind noch nicht so ganz vertraut. Das muss noch kommen. Ich bin immer direkt gerade raus. Ich sage immer du. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Wenn ihr möchtet, ja, dass ihr gesiezt werdet, ja, dann lasst das gerne auch in den Kommentaren. Dann sieze ich ab sofort auch. Liegt an meiner französischen Erziehung. Echt, ist das so? Seid ihr Franzosen da so ein bisschen? Ja, da hat man mehr Abstand, obwohl wir eigentlich also ich komme aus Südfrankreich, es ist ja südländisch, man ist sofort per Du, nein, so ist es nicht, also man hat schon einen gewissen Abstand, also deswegen, ja. Ich gebe mir Mühe. So, ich habe aber in der Zeit zusammen. Genau, sehr gut, sehr gut. Das heißt, jetzt kannst du das Crossbody tragen. Ja. Super. Nur um euch zu zeigen. So, dann packen wir Sachen rein. Ich glaube, das ist viel zu lang. Ja gut, wir können sie jetzt zweifach wieder verstellen. Genau, ich hätte es. Nee, für mich ist es, wie ihr seht, die Tasche ist overwhelming. Also dieses einfach so ein riesen Ding vor mir. Ich würde sie einfach nur handheld tragen. Ich finde sie so sehr. Elegant. Aber sag mal, ist die Speedy dir nicht zu groß für den Alltag? Die da? Ja. Also die ist genau richtig.
Das ist keine große Tasche, das ist die kleinste. Das na gut, die nimmt immer viel mit, ne? Ja. Ist auch immer so dieser Battle, ja? Was ist bei der Frauenhandtasche alles drin und was ist bei der Herrenhandtasche? Wer hat alles mehr? Also, ja, genau. Also ich habe echt immer das Gefühl, dass bei mir extrem viel schon in den Taschen drin ist. Und ich glaube, bei dir ist dann echt einfach noch mehr drin, ne? Wir sind einfach nicht so einfach gestrickt wie ihr. Wir brauchen nur Schlüssel, Handy und Geld. Wir brauchen, ja, einiges mehr. Alleine an Schminke, nein, einen Riesenbeutel. So. Ihr könnt tauchen gehen in der Tasche. Genau. Mary Poppins. Ja. So, ich habe noch meinen Content von vorhin. Mhm. Passt natürlich alles locker rein. Ne? Ich kann es einfach so reinschmeißen. Was ist Papiere, gell? Papiere, mhm. Genau. Pass. Mhm. Geldbörse. Lippi. Oh, mhm. Passend zur Farbe. Siehst du, Lippenstift ist bei mir zum Beispiel schon nicht dabei. Handy. Ich finde einfach so ein roter Lippenstift, schwarzes Outfit, die Tasche, bam. Ja, schon mega. Was. Also genauso wie bei der Pochette. Beim ist ein bisschen größer, ja, sieht man ja. Deswegen vielleicht wirklich ganz dezent, das Outfit soll ganz dezent gehalten werden. Ich würde da keinen Schnickschnack oder nicht viele Muster oder viele Farbe reinbringen. Mhm. Die Tasche muss im Fokus liegen. Die muss im Vordergrund stehen. Mhm. Einfach so, mhm. Weil sie einfach so geil ist. Mhm. Was sagt ihr? Bitte kommentieren. Habt ihr die schon? Wenn ja, was sagt ihr dazu? Und wenn ihr die nicht habt, ob ihr euch die Tasche holen möchtet, dann müsst ihr ganz schnell sein, weil das ist eine limitierte Edition, wie gesagt, und die ist dann, glaube ich, ziemlich schnell ausverkauft. Kommt, einmal tauchen wir noch gemeinsam. Ja? Also zum einen finde ich sehr schön, dass du nochmal einen Reißverschluss mit drin hast. Ja? Und es geht natürlich hier so richtig in die Tiefe zum Eintauchen. Viel Platz für alles. Sehr, sehr cool. Ja, also mir gefällt sie sehr gut. Darfst du behalten. Du kriegst die, ich krieg die. Ja, genau. Jeder hat seine. So sieht's aus. Look. Wir freuen uns, dass ihr mit dabei wart. Ich hoffe, wir kriegen einen Daumen hoch von euch und gerne abonnieren. Wie gesagt, wenn irgendwas ist, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Wünsche habt oder so, Anregungen sehr gerne unten in den Kommentaren hinterlassen. Ja, und dann freuen wir uns auf das nächste das Video, nächste gell? Video. Genau. Bis dann. Ich glaube, eins von dir dann. Ja, schauen wir mal. Mhm. Also, bis dann. Bin gespannt. Ciao, ciao, ciao. Macht's gut.